Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Into the Future. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mr. Leguan hat sich schon wieder befreit. Anscheinend hatte Don Jeremy ihn in seinem Inventar und dann habe ich gerade die Meldung bekommen, oh nein, Mr. Leguan hat sich befreit und das Weite gesucht. Und jetzt krabbelt er hier auf dem Boden rum. Das heißt, Don Jeremy ausschlafen ist heute nicht. Nein! Nein! Nein, er ist verschwunden! Okay, er ist hier drüben. Oh mein Gott, du wirst nicht verschwinden. Wir fangen ihn jetzt wieder ein und dann kommt er zurück in sein Terrarium und dann ist das gut. So, jetzt tu ihn hier rein. Okay, wir haben ihn wieder. Wir haben ihn wieder. Gott sei Dank. Was wünscht er sich denn jetzt? Ein Zoologe zu werden? Ja, ich glaube nicht. Das ist mir viel zu viel Stress. Hier gebe ich mal Futter. Und ich glaube, sauber machen müssen wir das Terrarium gar nicht, von daher. Okay, dann. Ich guck mal kurz, wer schon wach ist. Also, Nina ist schon wach. Dina ist noch nicht wach und Don und Lucy sind auch noch nicht wach. Für Lucy habe ich auf jeden Fall den Plan, dass sie heute... Warum denkt sie an Mr. Leguan jetzt? Man weiß es nicht. Dass sie heute in den Plumbot-Handel nochmal fährt, weil ich habe gegoogelt, wie man die verkauft. Und dann kriegen wir hoffentlich ein bisschen Geld für Y-Dings. YR32. Und mit den Kindern, ich habe euch das ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier ein paar... ein paar... Änderungen vorgenommen. Und zwar haben wir jetzt hier eine Schule. Damit unsere Kinder alle in die Schule gehen können. Kann ich hier... Irgendwas? Okay. Ich habe einfach eine Schule aus der Bibliothek platziert. Weil ich dachte mir, die sieht gar nicht so schlecht aus. Die kann man da schon hin tun. Und ich habe aber noch was Wichtiges gemacht. Und zwar, das muss ich jetzt nur erst wiederfinden. Weil Don möchte ja ein... Ja gut, er will ein Leben im Luxus führen. Aber ich möchte, dass er ein Krimineller ist. Deswegen habe ich einen kriminellen Unterschlupf hingebaut. Irgendwo. Aber wo? Ah ja, hier drüben. Hier, wo man so zur Einöde kommt. Das ist das hier. Das habe ich da schnell hingestellt. Fand das aber auch ganz okay so. Ich hätte mir jetzt mit dem Landscaping ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber ich dachte mir so, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Und da kann Don dann hoffentlich heute einen Job finden. Oh, er ist ja schon wach. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich habe gerade gesehen, das ist wahrscheinlich vom Master Controller, vom Story Progression Mod, schätze ich mal. Oder vom Master Controller. Nee, ich glaube vom Story Progression. Dass es am Computer eine neue Option gibt, die heißt an der Schule einschreiben oder so. Gibt es hier irgendwo einen Computer in der Nähe? Ja. Hier, nimm doch mal den. Hier, in Schule einschreiben. Und ich weiß nicht genau, was dann jetzt passiert, wenn wir das machen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal kurz aus, was dann passiert. Oh, er möchte mit Mr. Lego anspielen. Oberschule. Ja, krass. Hä? Okay. Don Jeremy muss jetzt zur Schule gehen. Okay, ich weiß nicht, ob das notwendig ist tatsächlich. Alter, sie chillt im Wolf. ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, dass wir uns hier manuell einschreiben, aber jetzt haben wir es mal gemacht, ne? Gut, jetzt gehe ich erstmal mit Lucy und YR32, oh mein Gott, ich habe mir den Namen gemerkt, zum Plumbot-Handel. Oh ja, was ist hier nochmal eigentlich? Die Exportgalerie. Okay, wir gehen jetzt mal hier mit ihm in den Plumbot-Handel. Nichts ahnend wird er uns begleiten. Haben wir noch irgendwelche Chips, die wir ihm abnehmen müssen? Nein, passt. Oh, er hat sogar auch gar keine schlechte Qualität. Gucken wir mal, ob wir dafür genug kriegen, dass wir dann gleich umziehen können in unser neues Haus. Denn ich vermisse es. Ich möchte wieder zurück in das Haus. Und das werde ich einrichten vor allem. Aber da brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr Geld dann. So, da sind wir. Und zwar, ich habe gegoogelt. Man verkauft die nicht an dieser Kasse, sondern an so einem Verkaufsständer. Aber die sind alle belegt. Die sind ja alle belegt. Wie kann ich das dann machen? Muss ich da jetzt ein Lernen noch hinstellen oder was? Das ist ja... Oh, nee. Ist das schon wieder kompliziert. So, hier, Plumbot-Ständer. Dann stellen wir jetzt einfach hier noch einen Plumbot-Ständer hin. Mir ist auch egal. Und dann verkaufen wir hier... Hä? Wieso kann ich das nicht? Da wird automatisch einer gespawnt, oder was? Wie soll ich das denn dann machen? Oder, ach so, ist es, weil ich... Ah, okay, das war, weil ich... Oh mein Gott, ich werde ihn verkaufen, weil ich nicht Lucy gewählt hatte, sondern den Plumbot. Oh, ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich würde mich gerade als würde ich ein Haustier abgeben, das ich mir erst vor kurzem geholt habe, so. Möchtest du diesen Plumbot wirklich für 360 Simoleons verkaufen? 360? Mehr kriege ich dafür nicht?
Ja, gut. Was soll's, ne? Das ist ja. Ja, gut. Tschüss, YR32. Tut mir leid, Mann. Sorry. Oh Gott, jetzt steht er hier und man kann ihn kaufen. Oh, ich fühle mich richtig schlecht. Ich überlege gerade. Ich meine, das war jetzt nicht so besonders lukrativ, ne? Aber wenn wir jetzt hier nochmal einen bauen, dann könnten wir ja theoretisch auch Plumbot-Händler werden und so Plumbots bauen. Und damit würden wir vielleicht mehr Geld verdienen. Jetzt überlege ich gerade. Wie hoch ist denn unsere Fähigkeit? Ja, ist schon Level 7 eigentlich. Ja, könnte. Wobei, der war ja auch relativ neu und der hat uns ungefähr gar kein Geld gebracht. Halt, wieso kann ich hier jetzt nichts mehr machen? Okay, jetzt geht's wieder. Ja, wir bauen jetzt einfach nochmal. Oder wir entwerfen nochmal Merkmalchips. Komm. Was haben wir denn für Merkmalchips schon entdeckt? Ja, wenn wir ihn mit Merkmalchips ausrüsten, dann ist er bestimmt mehr wert. Prima Putzkraft, Stahlkoch, Robo-Kindermädchen, freundliche Funktion, Launenanpassung. Okay. Ja, ich lasse sie hier jetzt mal einfach ein paar Merkmalchips noch sich angucken. Und begebe mich zurück zu Don, denn Don braucht einen Job. Lieber Don, du brauchst einen Job. Wir brauchen einen Computer irgendwo. Hast du einen? Nee, hat er nicht. Oh, was steht hier? Landbrot. Ja, komm. Nimm dir auch einen Teller Landbrot zum Frühstück und dann suche ich hier einen Computer. Da müsste ja was zu finden sein. Ja, hier. Oh, wow. Lucy Lothario hat herausgefunden, wie man einen robotanischer Gärtner-Merkmalchip baut. Das ist ultra cool. So, du kannst jetzt mal hier online nach Stellenangeboten suchen. Das ist ja toll. Mann, das ist echt praktisch. Wir rüsten dann R2D2 mit lauter coolen Sachen aus. Oh, falsche Fähigkeit. Okay, wir haben jetzt schon. Ach so, da sieht man gar nicht so. Ich dachte, man sieht vielleicht in Prozent, wie viele Merkmalchips man schon entdeckt hat, aber. Das ist ja cool. Diese Fähigkeiten, Herausforderungen, die mache ich auch immer so gerne. Mische dich ein, indem du 21 verschiedene Merkmalchips entdeckst. Nach der Einmischung erhältst du im Plumbot-Handel auf alle Einkäufe 25% Rabatt. Ja, das ist cool. Das ist cool. Ja, dann forsch mal ein bisschen weiter und dann können wir noch hier entwerfen ein paar Nanomaschinen. Ja. Ich glaube, sie ist hier noch ein bisschen beschäftigt. Dann können wir noch mal zu Don schauen. Ich will umziehen. Ich will endlich umziehen. Wo bist du denn? Ach, er ist noch am Futtern. Okay. Hunger gestillt. Don hat generierte Nahrung zu sich genommen. Okay, Lucy Lothario hat herausgefunden, wie man einen Boshaftigkeit-Merkmal-Chip baut. Ja, well. Gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den so oft benutzen werde, aber nice to have. Nice to have. Okay, dann gucken wir mal, ob wir gleich den richtigen Job vielleicht für Dawn finden können. Ja, das ist ja super. Verbrecher, das Lagerhaus. Das örtliche Verbrechersyndikat ist immer auf der Suche nach geeigneten Sims für seine Projekt. Besonders wenn diese Sims in guter körperlicher Verfassung sind, mit dem Rest der Gang auskommen und kein Problem damit haben, ein paar Dinge zu tun, die nicht unbedingt ganz astrein sind. Ja, auf jeden Fall. Du musst ein Bewerbungsformular bei das Lagerhaus ausfüllen. Ja, dann mach dich mal auf den Weg, lieber Don. Mach dich doch mal auf den Weg. Danach kannst du wieder nach Hause kommen, eigentlich. Oder. Oh, was ist das? Lucy Lothario, bla bla bla. Musikmaschine, Merkmal. Okay, Musikmaschine. Alles klar. Das klingt doch interessant. Mann, ich verstehe immer noch nicht, warum Lucy nicht schon längst ihr Lebensziel erfüllt hat. Wir haben alles getan, was hier steht. Ich check's nicht. Keine Ahnung, was das soll. Lucy Lothario hat herausgefunden, wie man eine Nanomaschine vom Typ entgegengesetzt baut. Ja, cool. Das heißt, wir müssen die gar nicht immer fangen, sondern wir können die auch bauen. Das ist ja äußerst interessant. Äußerst interessant. Was haben wir denn so im Inventar? Ah ja, gut. Einiges. Einiges. Was kann ich denn jetzt? Wir bauen jetzt mal einen Merkmalchip. Komm. Wir brauchen mal einen. Was können wir denn überhaupt bauen? Nicht so viel. Wir können einen prima Putzkraft bauen. Wir bauen jetzt mal einen prima Putzkraft, weil den wir schon haben, den möchte ich gerne für R2D2. Was hat R2D2 eigentlich?
Nur Holo-Projekte, okay. Erzwungenes Herunterfahren? Ein vollständig entleerter Akku hat ein zeitweises Herunterfahren von R2-D2 erzwungen. Er wird etwas Zeit brauchen, um sich von diesem plötzlichen Ausschalten zu erholen. Oh no. Du Armer. Bald sind wir zu Hause, sind wir wieder in unserem Haus, dann kannst du dich da gemütlich aufladen. Okay, Lucy hat den Merkmalchip gebaut. Ja, wisst ihr was? Wir bauen jetzt einen Plumbot und dann gucken wir mal, mit was wir den ausstatten. Aber ich brauche Geld, deswegen bauen wir jetzt einen neuen Plumbot. Und ich hoffe, dass die Musik da nicht mehr austickt. Vielleicht schalte ich sie einfach dann gleich aus. Oh, der sieht interessant aus. Jetzt mache ich erstmal die Musik aus. Ich will kein Risiko eingehen. Nein, nein. Not today. Perfekt. Der sieht... Ist das so Korbgeflecht? Das sieht so aus, aber er glänzt so komisch. Sieht ein bisschen seltsam aus. Kann ich hier eigentlich würfeln? Ja, kann ich. Ich will mal ein bisschen... Der sieht, ja gut. Der ist auch irgendwie süß. Oh mein Gott. Das macht mir gerade fast mehr Spaß, als wenn ich die selber zusammenstellen würde. Weil da brauche ich dann wieder so lange, um mich für irgendwas zu entscheiden. Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, vorgefertigte Plumbots. Ja komm, wir nehmen einfach einen vorgefertigten Plumbot. Der sieht dann wahrscheinlich eh besser aus, als das, was ich hier zusammenschustern würde. Wenn ich 3 Stunden wieder nicht entscheiden kann, von daher. Und dann starten wir den einfach mit coolen Merkmalchips aus. Boah, meine Haare nerven mich heute so. Der da sieht süß aus. Der sieht süß aus, aber er hat keine Beine. Ich möchte gern einen mit Beinen. Okay. Hat auch was. Oh, wow. Das ist ein Alien, Mann. Das ist ein richtig fetter Alien. Der ist auch irgendwie... Der ist ein bisschen roselig. Der sieht aus wie so ein laufender Scheinwerfer. Wow. Was möchte ich denn überhaupt finden? Ich glaube, ich möchte so ein Haushaltsplumbot einfach bauen. Einfach ein Haushaltsplumbot, der mit dem robotanischen Dingsbums ausgestattet ist vielleicht. Dann mit diesem Kindermädchen-Dings. Der sieht doch nett aus. Ah ja, komm, der hier. Den nehmen wir. Der ist jetzt einfach... Mir war nicht bewusst, dass sie ein Geschlecht haben. Okay, der ist jetzt einfach weiblich. Können wir dem einen Namen geben? Ach ja, 2000 Jahre später. Ich nenne den jetzt einfach mal EcoBot und dann irgendwie vielleicht eine Nummer. Sowas wie so eine Artikelnummer, weil vielleicht bauen wir ja mehrere von dem. Und dann hat jeder so eine Nummer. Wir nennen ihn EcoBot 001. Ja. Oh, wir können auch die Stimme festlegen. Okay, ich glaube, ich nehme einfach das hier. Will ich jetzt auch nicht zu sehr auf den Sack gehen. Ich lasse den so. Der sieht voll süß aus. Ich finde die Farben sau cool. Das ist jetzt unser EcoBot 001. Und den werden wir dann mit Merkmalchips ausstatten und hoffentlich teuer verkaufen können, Mann. Boah, es hat jetzt auch schon wieder 250 Euro gekostet, ne? Simoleons. Mit einem Merkmalchip ausstatten und Lyra scannen. Okay, wer ist Lyra? Ich habe keine Ahnung. Hallo, EcoBot. Wie läuft's bei dir? Wir können ihn jetzt ausstatten mit... Schauen wir mal, wie viele Steckplätze hat der? Ach, das sehen wir ja eh gleich. Okay, wie viele Merkmalchips anpassen? Ja. Ich hoffe ja, dass wir da ein bisschen mehr Geld dann dafür bekommen. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal ein Bild machen von unserem neuen EcoBot. Und dann schaffen wir uns demnächst vielleicht auch einen eigenen EcoBot mal wieder an. Hier, so. Also R2-D2 ist natürlich auch ein süßer. Aber ich glaube, R2-D2 möchte ich eher so ein bisschen sozial gestalten. Mit so. Ich möchte ihm unbedingt den Fähigkeit zu lieben-Chip einbauen und so. Also. Ach, er hatte schon 5 Steckplätze, ja nicht schlecht. Dann geben wir dir mal prima Putzkraft auf jeden Fall. Ja, gut. Und das war's erstmal. Ich dachte, wir haben noch mehr. Prima Putzkraft, sind für Humor. Okay. Ja, da muss ich wohl noch welche bauen. Was möchte ich denn
Was möchte ich denn, was er noch bekommt? Ich möchte diesen Gärtner-Dings und das Kindermädchen auf jeden Fall. Hier, Robo-Kindermädchen, da brauchen wir drei kleine leere Prozessoren. Die habe ich schon. Und eine Nanomaschine vom Typ Skalar. Und hier brauche ich eine vom Typ Leicht. Also die beiden möchte ich einbauen und dann möchte ich gerne den robotanischen Gärtner auch noch einbauen. Okay. Ja, dann kann ich jetzt eine Nanomaschine bauen? Ja. Aber keine von denen, die ich brauche. Dann kannst du jetzt... Entwirf mal einfach ein paar Nanomaschinen, liebe Lucy. Und der Ecobot kann sich erstmal hier weiter ein bisschen rumtreiben. Was macht Don eigentlich? Du hast momentan keinen Job. Ja, ich weiß. Ich weiß. I know. Was machen wir denn? Ich muss irgendwie an Geld kommen. Wie kann ich denn jetzt an Geld kommen? Haben wir irgendwas im Inventar noch? Also diesen Computer, aber den möchte ich jetzt halt ungern verkaufen, weil der gehört uns ja nicht. Ja. Was haben wir hier? Geheimnisvolles Fragment. Ja, Haben die Kitties irgendwas? Auch nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Okay, jetzt können wir eine Nanomaschine vom Typ Induktion bauen, aber das ist auch nicht, glaube ich, das, was wir so unbedingt brauchen. Es geht hier so ab. Dina hockt in ihrem Schlafanzug hier noch rum. Okay. Ja, wie kommen wir jetzt an Geld? Ansonsten müssen wir halt, keine Ahnung, bis morgen warten oder so. Ah, er fährt mit dem C4 rum. Das ist so cool. Das ist einfach so cool. Was machst du eigentlich, zum Gemeindezentrum gehen? Ach so. Ach, er war ja im Lagerhaus, deswegen. Und Nina hat die Fähigkeit Athletik gelernt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wo bist du denn eigentlich? Ach hier. Aber du solltest vielleicht trotzdem jetzt was essen gehen, weil du bist ziemlich hungrig. Ich sag's ja nur, ne? Aber du bist echt ziemlich hungrig. Und sie möchte das Schwimmbad besuchen und joggen gehen, okay? Möchte Don Jeremy, er möchte fahren lernen. Und mit Mr. Liguan spielen. Und Dina sollte erstmal ganz dringend auf die Toilette gehen. Gut, dann kommt auch nach Hause. Ja, ihr könnt euch hier ja versorgen, ne? Bist du schon fertig? Hatte ich dir nicht eigentlich aufgetragen, noch ein bisschen mehr zu erforschen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Entwirf nochmal eine Nanomaschine und dann gehen wir was essen. Versprochen. Was logge ich denn hier ein? Sie möchte auch die Schriftstellerin-Karriere einschlagen, aber ich wäre jetzt fast eher für Botbauerin. Eine Nanomaschine vom Typ Heisenberg. Okay. Was mache ich denn? Aber Schriftstellerin wäre eigentlich auch ziemlich cool. Oder? Wenn sie so Science-Fiction-Romane... Ach komm, das machen wir. Dann sagen wir jetzt unser Bewerbungsgespräch in der Bot-Arena ab. Jobs und Angebote? Bewerbungsgespräch absagen. Genau. Und dann muss ich nur das Rathaus finden. Das ist hier. Als selbstständig registrieren. Selbstständige Bot-Konstrukteurin wäre aber auch cool. Ja, ich möchte das Bewerbungsgespräch. Ach, wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach selbstständige Bot-Konstrukteurin. Und wir können ja so hobbymäßig immer noch Bücher schreiben und so Science-Fiction-Romane, oder? Das geht schon klar. Das geht schon klar. So, dann. Yay, yeah, Bad-Konstrukteurin. Ach, vielleicht, ich schicke sie jetzt mal... Ah, nee, zu teuer. Wir gehen da nicht essen, wir gehen zu Hause essen. Okay, also, selbstständige Bot-Konstruktion. Wenn du am liebsten den ganzen Tag an Bots rumbastelst, bist du am besten Bot-Konstrukteurin. Die Arbeitszeiten sind flexibel und die Verdienstmöglichkeiten gehen nie aus. Perfektioniere dein Handwerk, um für die Herstellung der besten Bots in der Stadt berühmt zu werden. Ja, cool. Finde ich mega. Wir sind jetzt eine Bastlerin, Level 1. Lucy Lothario freut sich so sehr über die neuen Sorten von Robotern, dass sie beschlossen hat, mit ihren eigenen Kreationen ins Geschäft einzusteigen. Alles klar. Und hier haben wir noch... Es besteht eine extrem hohe Nachfrage nach Bottechnik und es erfordert viel Fleiß und harte Arbeit, diese zu bedienen. Okay, ja super. Lucy verdient jetzt in der Woche 50 Simoleons, was? Ach, wir kriegen da so einen Wochenlohn auch noch, so wie bei diesen...
Das ist ja cool. Okay, und sie möchte einen Merkmalchip entwerfen und zwei Plumbots bauen. Ja, Mädel, Mädel. Du musst dich erstmal ein bisschen anstrengen. Hier, von nix kommt nix, ne? Von nix kommt nix. Achso, ich wollte noch gucken. Sie ist am Billard spielen, alles klar. Ob ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden tatsächlich an der Schule einschreiben muss, aber ich mach das mal lieber. Weil nicht, dass sie dann am Ende morgen nicht in die Schule gehen, weil ich sie nicht eingeschrieben habe. Und du, liebe Lucy, du solltest dir dringend was zu essen holen. Schau mal, hier steht sogar was. Jemand hat was gekocht. Was ist das? Lasagne Sorpresa. Und Froschschenkel. Ja, nehmen wir mal. Komm, hol dir Lasagne. Das andere ist ja eklig. Noch jemand Hunger? Du hast auch Hunger. Nimm dir auch mal Lasagne. Du kannst ja eigentlich auch Lasagne nehmen. Und ansonsten. Ja, komm. John nimmt sich auch Lasagne. Passt schon. Nina schreibt sich jetzt schnell in der Schule ein. Dann können sie da morgen nämlich gleich hinstarten. So, habe ich eigentlich schon die Story Progression Einstellungen hier importiert? Ich weiß es gar nicht. Wo bist du denn? Wo fährst du denn hin jetzt? Du sollst dich nur an der Schule einschreiben mit dem Computer. Dafür musst du doch jetzt nicht ewig weit wegfahren. Was zur Hölle? Okay. Okay. Ah, tu, was immer du willst. Tu, was immer du willst. Die anderen sind beim Abendessen. Und dann muss ich jetzt, glaube ich, nur noch für Dina einen PC suchen irgendwo. Oder, nee, ich glaube, ihr Bruder. Ja, der hat nämlich einen im Inventar. Dann schieben wir das einfach rüber. Dann kann sie das gleich hier machen. An Schule einschreiben. Ja, mach das mal. Also ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber bevor ich mich morgen ärgere, mache ich das mal lieber jetzt. So, Oberschule. Ja. Ja, Karriere annehmen. Dann ist Nina jetzt auch angemeldet und dann melden wir noch kurz Dina an. Ja, sehr gut. Okay. Was wünschst du dir denn noch so? Sie wünscht sich die Fähigkeit Gitarre lernen. Ja, das bald. Sobald wir wieder in unserem Haus sind, sehr, sehr gern. So, mit Lucy würde ich jetzt gerne nochmal in den Bothandel fahren, ehrlich gesagt. Und noch ein paar Nanomaschinen entwerfen, weil ich möchte, dass wir spätestens dann morgen so weit sind, dass wir unseren neuen Ecobot verkaufen können. Der Ecobot 001. Er möchte die Zukunft frei. Du bist schon in der Zukunft, Ecobot. Bist doch schon in der Zukunft. So, da sind wir schon. Dann entwirf doch hier nochmal bitte Nanomaschinen. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Warum sind die Wände oben? Habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal kurz ein Bild. Dieses Ei sieht so lustig aus. So. Was brauchen wir denn jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Nein, falsch. Hier muss ich hin. Also wir brauchen für den rebotanischen Garten brauchen wir eine beliebige Nanomaschine, beliebiger Kristall und mittelgroßer leerer Prozessor. Das heißt, ich könnte es theoretisch schon bauen. Ja, nice. Ja, dann brauchen wir den als nächstes. Dann für den Stahlkoch brauche ich eine leichte und für das Robo-Kindermädchen vom Typ Scala. Und das ist erstmal so das, was ich brauche, glaube ich. Ja, cool. Dann können wir jetzt hier noch einen Merkmalchip bauen. Das finde ich gut. Oh, perfekt. Und sie hat auch rausgefunden, wie man eine Nanomaschine vom Typ leicht baut. Das heißt, was kann ich jetzt bauen? Eigentlich könnte ich jetzt den Stahlkoch bauen. Oder den robotanischen Gärtner kann ich auch noch nicht bauen. Hat sie jetzt nur rausgefunden, wie das geht, aber noch keine gebaut? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, sieht so aus. Wir haben keine einzige Nanomaschine. Okay. Dann bauen wir jetzt mal eine vom Typ leicht. Mach das mal, weil dann können wir nämlich den Stahlkoch, glaube ich, bauen. Hoffe ich. Warum gibt es hier keine Anzeige, wie lange das dauert? Boah, das kostet auch 26 Simoleons schon wieder. Wow. So, jetzt haben wir das gebaut und dann können wir jetzt eigentlich den Stahlkoch bauen. Yay! Super. Perfekt. Perfekt. Ja, vielleicht statte ich dir dann auch nur mit drei oder vier Merkmalen aus und dann kann, wer auch immer ihn kauft, kann ja dann den noch zusätzlich ausrüsten mit was immer er auch möchte. Okay, so, Lucy ist es gelungen, einen Stahlkochmerkmalchip zu erstellen. Dann gehst du jetzt mal nach Hause. Was wünschst du dir denn? Ein Plumbob mit einem Stahlkochmerkmalchip ausstatten. Ja, das machen wir gleich mit dem Ecobot. Ecobot, wo bist du? Oh, es wird wieder ein bisschen wehtun, wenn wir den dann verkaufen. Ich glaube,
Vielleicht ist es einfach nicht der richtige Beruf für mich. Ich bin zu reich für sowas. Genauso wie ich zum Beispiel keine Babykatzen züchten könnte, weil ich könnte die dann einfach nicht mehr abgeben. Ich habe sehr viele Gefühle für Kindertiere und Plumbots offensichtlich. So, jetzt passt doch mal seine Merkmalchips an. Passt die mal an. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wann Dons Bewerbungsgespräch ist. Aber das ist dann wahrscheinlich entweder jetzt am Freitag gleich. Hä? Er hat das doch gemacht, oder? Don, was hast du getan? Wieso steht hier nichts von dem Bewerbungsgespräch? Was hast du getan, Junge? Hast du deine Bewerbungsunterlagen nicht eingereicht, du Spacko? Nicht dein Ernst. Nicht sein Ernst. Was soll ich mit dir noch machen? So. Wo ist denn der Ecobot? Hallo, Ecobot. Ja, und jetzt wird uns der Job... Ah ja, okay, er wird noch angeboten. Ja, dann kannst du jetzt da gleich nochmal hinfahren und das erledigen. Viel Spaß. Hast du dir jetzt ganz alleine selber zuzuschreiben? Wo ist der Ecobot? So, okay. Dann geben wir ihm jetzt den Stahlkochchip noch. Ja, super. Ich würde so einen Plumbot kaufen. Der sieht auch voll süß aus. Der ist süß. Ich finde ihn super. Und dann, wer schläft hier? Dina und Don Jeremy. Und wo ist... Ah ja, genau, hier. Das sollte das Schlafzimmer von Don und Lucy sein. Dann... Und schläft Nina auch schon? Ja, Nina pennt auch. Gut, Lucy geht auch schlafen. Dann können wir dann morgen weiter an unserer Plumbot-Fähigkeit. Oh, er fängt schon an zu putzen. Wie super cool das ist. Wie super cool. Wir brauchen dann dringend auch so ein Privat für uns zu Hause. Auf jeden Fall. Don, was ist mit dir? Kannst du bitte... Habe ich da irgendwas falsch hingebaut? Oder was ist los mit dir? Jetzt nimm diesen Job an, verdammt nochmal. Was ist denn mit ihm? Verbrecher, ja, bitte. Geh jetzt einfach die Bewerbungsunterlagen ausfüllen, bitte. Ah, oh mein Gott. Habe ich mich gerade erschreckt? Ich hoffe, das war bei euch nicht so laut. Habe ich mich gerade erschreckt? Der treibt mich noch in den Wahnsinn, der Mann. Der macht mich komplett fertig, der Junge. Tu einfach, was ich dir gesagt habe. Bitte, bitte, bitte. Ist der irgendwie geistesabwesend oder so? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollte es gar kein Problem sein, dass er hier hingeht und seine Bewerbungsunterlagen ausfüllt. Eigentlich. Eigentlich. So, also. Okay, herzlichen Glückwunsch. Montag um 10 Uhr erst. Ja, das dauert ja noch. Da müssen wir auf jeden Fall Geld mit Plumbots verdienen in der Zwischenzeit. Die Zuständigen bei das Lagerhaus möchten dann zu einem Bewerbungsgespräch für eine Position in der Verbrecherkarriere einladen. Es wird am Montag um 10 Uhr stattfinden. Alles klar, so. Dann darf Don jetzt mit dem C4 wieder nach Hause fahren. Und das war's erstmal für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!